Gerhard Löffler spielt die dorische Toccata von Johann Sebastian Bach. Für den 37-jährigen Organisten hat sich an dieser Orgel ein Traum erfüllt. Es ist sicherlich eine der bedeutendsten Orgeln der Welt. Hanseatisch stolz, es ist prächtig. Man hat 1693 ein ganz strahlendes, kräftiges, fast protziges Instrument haben wollen, bauen wollen. Und auf der anderen Seite ist es anders als zum Beispiel Instrumente von Silbermann. Es ist ein bisschen rustikaler im Klang, also es ist etwas kerniger, so wie die Wetterlage manchmal hier. Als kleiner Junge stand er staunend mit seinem Vater vor diesem Instrument, ohne zu ahnen, dass er selbst einmal darauf spielen würde. Das Wunderbare an diesem Instrument ist, dass es ein direktes Feedback gibt. Ein Feedback aus einer Zeit, die wir heute so nicht mehr kennen. Es ist ja zum einen die große Tradition, die ich fortsetzen darf mit dem Instrument, mit dieser tollen Musik. Und natürlich die Klangfülle, die dieses Instrument bietet. Die verschiedenen Register aus den verschiedenen Epochen, natürlich vor allem um 1693 von Arp Schnitger gebaut, aber auch Orgelpfeifen, die lange davor schon hier in diesem Raum in St. Jakobi erklungen sind. Über 4000 Pfeifen. Die ältesten stammen noch aus der Reformationszeit, sind also noch einmal 180 Jahre älter. Wir stehen im sogenannten Pedalwerk, links und rechts von der Orgel. Hier drin befinden sich die größten Pfeifen der Orgel, der sogenannte 32 Fuß. Und ich stehe direkt neben der Posaune 32 Fuß, eines der größten Pfeifen, originalen Pfeifen aus einer Zinnbleilegierung. Und die Frequenz ist um die 18 Hertz, also ziemlich tief, richtig körperlich wahrnehmbar. Der Klang aus 60 Stimmen von 4 Manualen macht die Barockorgel zum Pilgerort für Orgelliebhaber. Immer donnerstags um 16:30 Uhr gibt Gerhard Löffler ein halbstündiges Konzert für alle.